Zum Beispiel, ne? Ja, bitte. Eine kleine Begrüßung erstmal. Ich freue mich, dass einige den Weg hier hingefunden haben. Und das ist alles nicht mehr selbstverständlich. Wir haben in der jetzigen Zeit ganz, ganz viele Veranstaltungen. Die Menschen sind in Aufruhr. Und was sie aber alle umtriebig macht, ist im Grunde genommen ein Wort. Und dieses Wort heißt Wahrheit. Wir suchen nach der Wahrheit. Und ob sie aus der politischen Richtung kommen, aus der spirituellen oder sonst wie, sie alle wir, die in der Lage sind, Dinge zu hinterfragen, wir suchen nach der Wahrheit. Und dann spüren die religiösen, spirituellen Menschen aber auch, dass sie von den Kirchen und Religionen ziemlich enttäuscht sind, weil sie spüren, dass da nicht ganz die Wahrheit gesagt wird. Und daher ist heute etwas ganz Besonderes. Wir haben einen ganz besonderen Gast hier, der ursächlich aus Pakistan kommt, sein kam. Und der wird uns... Ich komme ja aus Schwarzwald. Und er wird ein bisschen erzählen über die, und das war das Motto dieser Veranstaltung, spirituelle Befreiung aus den Fesseln des blinden Glaubens. Da wollen wir hoffen, dass wir da wieder ein bisschen mehr Einblick bekommen. Wir wollen, ich will jetzt nicht lange der Vorrede machen, weil jeder Augenblick mit Zeit haben, ist sehr wertvoll. Wir machen vielleicht eine kleine Pause. Machst du das hinterher? Ihr macht zwischendurch eine kleine Pause? Ja. Dann kann ich da vielleicht noch was Administratives sagen. Jetzt wollen wir natürlich erstmal unseren Zeit. Wir können auch Fragen stellen später. Später können wir dann Fragen stellen. Und behalten eure Fragen im Kopf, damit wir das kann man was schreiben. Konzept bringen. Das ist immer ganz gut. Aufschreiben, Fragen. Genau. Und später dann stellen. Hier hinten vielen Dank nochmal an diejenigen, die was zu essen mitgebracht haben. Alles ist freiwillig hier. Ich habe gesehen, wir haben jetzt jede Menge Kuchen. Das ist ja auch die Süße des Lebens. So, ich darf jetzt ganz herzlich begrüßen unseren Zahid Khan mit einem kräftigen Applaus. Du auch? So. Ich mach das. I forget your name. Ich habe deinen Namen vergessen. My name? My name is George. George. Er heißt George. If I stand, that's okay? Oder? Ja. Elisabeth, das hörst du, oder? Wenn ich hier drauf tippe. Ja, sie hat das, okay. Ich muss nur die Kamera. Ja, ich höre euch. Ja, super. Okay, I speak English. Ich werde Englisch. Aber die Internetverbindung ist entweder bei mir oder bei euch nicht so gut. Ja, das ist halt so. Kann mir jetzt nichts ändern. Also, ich werde Englisch sprechen. Und er wird mich auf Deutsch übersetzen. This was very interesting. When I came here, George said that's too much knowledge actually. Es ist sehr interessant, als ich hierher gekommen bin, hat George gesagt, das ist zu viel Wissen hier. What I'm giving you, no? Über das, was ich dir gebe. Or what he is, reading books. Oder das, was er aus den Büchern liest von mir. In our life we never say that we have enough food actually. In unserem Leben sagen wir nie, wir haben zu viel Essen. We need a morning breakfast. Denn wir brauchen morgens Frühstück. Lunch. Dann brauchen wir Mittagessen. Evening. Dann brauchen wir Abendessen. And many times night time we go to
Frühstück. Und selbst nachts gehen wir noch oft an den Kühlschrank. So this is for your body actually. Das sind also alles aber Dinge, die nur für euren Körper sind. Even you eat. Und selbst wenn ihr esst, still one day you will die. Ihr werdet trotzdem irgendeines Tages sterben. So when you give recording stopped. Das ist okay. So when you give your spirit last time spiritual food. Wenn ihr also eurem Geist das letzte Mal geistige Nahrung gebt. Wann habt ihr eurem Geist letztes Mal geistige Nahrung gegeben? Did you remember? Könnt ihr euch daran erinnern? Many years your spirit inside of you crying out. Seit vielen Jahren schreit euer Geist in euch auf. Crying, yeah. Und weint. Asking. Er bittet. I'm not happy because you eating restaurant food or everyday wonderful food. Er sagt, ich bin nicht glücklich damit, nur weil ihr jeden Tag im Restaurant essen geht. Or everyday good food. Oder ihr jeden Tag gutes Essen zu euch nehmt. In this way your physical body grows. Auf diese Weise wächst euer physischer Körper. But not your spirit actually. Aber nicht euer Geist. And another ignorance is, und eine andere Ignoranz ist, very seldom in our life we come to know our spirit. Sehr selten finden wir in unserem Leben heraus, was unser Geist ist. We never come to know our spirit. Wir lernen nie unseren Geist kennen. Why not? Aber warum ist das so? Warum nicht? If every morning we can go to front of mirror and check ourselves. Wenn wir jeden Tag vor den Spiegel gehen würden und uns selber anschauen. We are doing this thing. Das machen wir. We're checking everything, everything is okay. Wir schauen, ob alles noch okay ist in unserem Gesicht, an unserem Körper. Women do more, many times, you know. Frauen machen das viele mehr Male than men, exactly. Als Männer. But why we cannot see the spirit which is inside of us? Aber warum können wir nicht den Geist sehen, der in uns ist? Why not? Warum nicht? Did you ever talk? Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Later. Because weil your physical senses, eure physischen Sinne, are functioning. Die funktionieren zwar. Many times when you have a cold. Denn oftmals zum Beispiel, wenn ihr oft nicht. Certain times when you are sick. Okay. Wenn ihr krank seid. And you have a cold. Und ihr habt eine Erkältung. I can bring best perfume to you. Ich kann euch das beste Parfüm bringen. You cannot smell. Aber ihr könnt es dann immer noch nicht riechen. Why? Warum? Because in this time you are sick. Denn in dieser Zeit seid ihr krank. You cannot smell. Ihr könnt nicht mehr riechen. And very similar way. Und auf sehr ähnliche Weise. You have five spiritual senses. Habt ihr fünf geistige Sinne? And these five senses. Und diese fünf geistigen Sinne. Is only can open up with spiritual food. Die können sich nur mit geistiger Nahrung öffnen. So. Let's say we eat. Und angenommen, wir essen. This is good for our physical body. Das ist gut für unseren physischen Körper. But what is this spiritual food? Aber jetzt ist die Frage, was ist denn Nahrung für den Geist? Truth. Wahrheit. Spirit grow, more spirit come to know the truth. Der Geist wächst umso mehr, je mehr Wahrheit er herausfindet bzw. kennenlernt.
So more you researching. Das heißt, je mehr ihr sucht. Where I come from. Und zwar, woher komme ich? Why I'm here. Nach der Frage, warum bin ich hier? And where I will be end up. Und wo werde ich enden? There are the three questions. Das sind die drei Fragen. And if you discover these three answers, und wenn ihr die drei Antworten zu diesen drei Fragen herausfindet, we call spiritual opening. Dann nennen wir diesen Menschen geistig offen. Opening. So, spiritual food is, geistige Nahrung ist also, to come to know spiritual life. Bedeutet, das geistige Leben kennenlernen. For example, zum Beispiel, if I can see beyond the death, wenn ich über den Tod hinausblicke, not when I'm dying, nicht erst, wenn ich am Sterben bin, that is late. Weil dann ist es zu spät. That in this lifetime, denn in dieser Lebenszeit, if I can see the life after death, wenn ich in der Lage bin, während ich lebe, das Leben nach dem Tod zu beobachten. So when you spiritually find out, und wenn ihr das geistig herausfindet, that life is on and on, dass das Leben weiter und weiter geht, your vision change, dann ändert sich eure Sicht auf die Welt. Right? Richtig? You're not limited. Denn ihr seid nicht mehr begrenzt. Let's take another example. Noch ein weiteres Beispiel. Let's say you are famous. Angenommen, ihr wäret berühmt. Let's say you are richest woman or man. Angenommen, ihr wärt die reicheste Frau oder reicheste Mann. Let's say you have a lot of knowledge. Angenommen, ihr hättet viel Wissen. Let's say everybody respects you. Oder angenommen, jeder würde euch respektieren. And you are a business person. Und ihr werdet ein bekannter Geschäftsmann. You have reached your career. Ihr hättet die Spitze eurer Karriere erreicht. Now question is, die Frage ist, if you can take your money with you, in all diesen Fällen könnt ihr euer Geld mit euch nehmen. When you die, wenn ihr sterbt, can you take your money with you? Könnt ihr da euer Geld mit euch nehmen? What about your car? Was mit dem Auto? Mit eurem Auto? What about your money? Was mit eurem Geld hatten wir? What about your possession? Was mit eurem allgemeinen Besitz? What about your very famous man? Was ist, wenn ihr sehr berühmt seid? Nehmt ihr die Anerkennung mit? Can you take? Könnt ihr das mit euch nehmen? Or let's say, oder angenommen, you love her. Is she your partner? Ist das dein Partner? And she love you. Du liebst sie und sie liebt dich. And when you die, can you take your partner with you? Und wenn du stirbst, kannst du deinen Partner mitnehmen? I think she don't love you enough to go there where you wanna. Ich glaube, sie liebt dich nicht genug, um mit dir 3 Meter unter die Erde zu gehen. Yes. So you think she's the one? Yeah. Wow. Very intelligent. Sehr, sehr intelligent. This I believe too. Das glaube ich auch, ja. So all the material world you have to leave behind. Alles aus der materiellen Welt, das müsst ihr hinter euch lassen. Actually, I want to go a little bit away to explain you more. Und ich möchte jetzt von diesem Thema etwas abschweifen, um euch mehr darüber zu erklären. I'm gonna come back. Aber ich werde wieder dazu zurückkommen. You can remind me. Ja. That, what is a spiritual food? Ja, was geistige Nahrung ist. Mhm. Yes. You have something to write, actually? Habt ihr was zum Schreiben für mich? Ich bin alter Mann, ich vergesse. Ja. Ich bin ein alter Mann, ich vergesse. Ja, reicht das oder was? Nee, oh, danke schön. Danke. Reicht das? Ja, ja. Das reicht, ja. Ich schreibe immer Hindi-Sprache.
Nur falls ihr euch wundert, warum er von rechts nach links schreibt. Okay. So. When death is coming. Wenn der Tod kommt. I should explain you this process. Bei diesem Prozess sollte ich euch mehr erklären. Because I'm leaving my body every day. Denn ich lebe mit meinem Körper jeden Tag. Ich habe living verstanden. Weil ich verlasse meinen Körper jeden Tag. In day maybe 10 times. Am Tag vielleicht 10 Mal. Night maybe whole night. Und in der Nacht bin ich die ganze Nacht weg. And many times when I'm in my office. Und oftmals, wenn ich in meinem Büro bin, this material world is moving. Dann zieht diese materielle Welt sich weg. And I'm already billion lighting away in spiritual life. Und dann bin ich bereits Milliarden von Lichtjahren weit weg im geistigen Leben. So what happened when death will come to you? Was passiert also, wenn der Tod zu euch kommt? Remember. Erinnert euch. My name is Khan and you won't remember my name. Mein Name ist Khan und ihr werdet euch an meinen Namen erinnern. In this moment. An diesem Moment. In diesem Moment. So when death is coming. Wenn der Tod also kommt. This world where we are living. Dann wird diese Welt, in der wir hier jetzt leben. It moving. Backwards. Die bewegt sich weg. And because very often we invest everything here. Und weil es oftmals so ist, dass wir alles, was wir haben, hier in diese Welt investieren. So where your heart, where your mind, there is your possession. Dann folgt daraus auch, dort wo euer Herz, dort wo euer Verstand ist, dort ist auch euer Besitz. So what are mostly 99% people. Und meistens ist es so, dass 99% der Menschen looking this direction. Dass wenn sie sterben, dann schauen sie zurück, die Welt, die sie gerade am verlassen sind. Because your world, who you was loving, is saying goodbye. Denn die Welt, die ihr liebtet, die sagt auf Nimmerwiedersehen. In this moment, und in diesem Moment, many memory come to you. Da kommen wieder viele Erinnerungen in euch auf. Just like your whole life become like a few seconds is moving around you. So wie sich wie auch euer ganzes Leben innerhalb von ein paar Sekunden an euch vorbeizieht. Now your partner, your loved one, your children. Your possession. Und jetzt ist es so, dass eure Geliebten, euer Partner, eure Kinder, euer Besitz, all saying goodbye to you. Die sagen alle auf euch, zu euch Tschüss. And you wanna go in this world. Und ihr dreht euch um, ihr wollt nämlich zurück in diese Welt. This world becoming past for you. Aber diese Welt wird zur Vergangenheit für euch. When something is past. Und wenn etwas in der Vergangenheit liegt. Past, past. Wenn etwas an euch vorbeigeht. Wenn Vergangenheit, a past is Vergangenheit. Ja. Is in hinter dir. Aber wenn du kannst denken, aber du kannst nicht was ändern. Aber wenn die Vergangenheit hinter euch liegt, dann könnt ihr zwar an sie denken, aber ihr könnt nichts an ihr ändern. Okay. Now your spirit. Und jetzt ist euer Geist. In this moment. In diesem Moment. Pushing your body actually. Der. Your body is pushing your spirit. Your spirit pushing your body. Euer Geist drückt euren Körper. Like you shoot the gun actually. So wie bei einer Waffe. Die, bei der ihr abdrückt. So your spirit need lot of speed to come out. Das heißt, euer Geist, der braucht viel Geschwindigkeit, um aus eurem Körper zu kommen.
And your body? Und euer Körper, how you call this, shell, shell. How you say shell, wird wie eine Hülse, eine Patronenhülse, fall back. Der fliegt hinten raus aus der Kartusche. Yes? So, this is dead. Und das ist der Tod. Now, spirit want to go there. Und der Geist, der möchte in diese Richtung. Body is there. Aber der Körper, der verbleibt dort. And your world is also. Und eure Welt, wo ist die? Where you was investing everything. Die Welt, in die ihr alles investiert habt. Is also there. Die ist auch dort. Yes. So now dust go to dust. Und jetzt ist es so, der alte Ausspruch kommt wieder: Staub wird zu Staub. And spirit go there. Der Geist geht dorthin, wo er hingehört. So in this process, und in diesem Prozess, first time you come to know your spirit. Da findet ihr zum ersten, lernt ihr zum ersten Mal euren Geist kennen. Many people, und viele Menschen, who are maybe beautiful, die vielleicht wunderschön auf Erden waren. Hollywood. Die Hollywood-Schauspieler waren. Bollywood. Oder Bollywood-Schauspieler waren, weil sie Inder waren. Now they don't recognize their own spirit. Die erkennen jetzt nicht mal mehr ihren eigenen Geist wieder. Because weil spirit has his own beauty. Der Geist, der hat seine ganz eigene Schönheit. And if this beauty requirement you did not fulfill. Und wenn ihr für diese Schönheit die Bedingungen nicht erfüllt habt, your spirit looks ugly. Dann sieht euer Geist hässlich aus. Falten. Er ist Falten übersät. Oh, like a monster. So wie ein Monster. And you call, you look at and you say, who is this? Und ihr ruft und fragt, wer ist das, wenn ihr euch seht? And your spirit say, like a confront as a mirror, actually. Und euer Geist, der konfrontiert euch wie, als würdet ihr vor einem Spiegel stehen. And say, that's me. Und sagt, das, that's bin, you. Das bist du. And you crying out, no, 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 I cannot be, I was very handsome, I was very beautiful. Und du schreist auf, ach, das kann nicht sein, ich bin das nicht, ich war sehr schön, ich war zum Beispiel eine sehr schöne Frau. I was a very beautiful man. Oder ich war ein sehr wunderschöner Mann. I saw, I give you an example. Ich gebe euch ein Beispiel. I saw a very beautiful Hollywood woman. Ich sah eine wunderschöne Frau aus Hollywood. She was dying. Und sie starb. She saw first time her spirit. Und dort war es so, dass sie dann zum ersten Mal ihren Geist sah. And she could not believe. Und sie konnte einfach nicht glauben. Because her spirit was looking dark. Denn ihr Geist, der war dunkel. Falte. Er war Falten übersät. She was looking 100 years old. Sie sah 100 Jahre alt aus. She, her hair was falling. Ihre Haare fielen nach Haus. And she was embarrassed. Und sie war beschämt über sich selbst. Embarrassed, embarrassed. Shame? More like I say, she was shocked. Sie war schockiert, würde ich eher sagen. And she was going her dimension. Und sie kam dann in ihre Dimension. And she don't have any spiritual growth. Und sie hatte gar kein geistiges Wachstum. And she was, when I met her in this spiritual dark dimension. Und als ich sie in dieser geistigen, dunklen Dimension traf, she was holding her picture when she was in Hollywood movie actor. Hat sie ihr Bild hochgehalten, als sie noch damals auf Erden gelebt hat, als Hollywood-Schauspielerin. And she was saying, look at how beautiful I was. Und die hat so gemacht und hat gesagt, schau doch, wie schön ich aussah. I say, I want to see you. Aber ich sagte, nein, ich will dich jetzt sehen. But this beauty was gone. Aber diese Schönheit, die sie einst mal hatte, die war weg. So what is this spiritual food? Was ist also geistige Nahrung?
which gonna make your spiritual senses open you up, actually. Die eure geistigen Sinne öffnen wird. So for body we need a food. Für den Geist brauchen wir, für den Körper brauchen wir also Nahrung. For spirit. Für den Geist. We have to long to come to know spiritual truth, actually. Müssen wir uns sehen, um geistige Nahrung zu bekommen. For the physical body, water. Für den physischen Körper ist Wasser. For spirit, water is everlasting truth to discover and also discover who is the first cause in spiritual life. Unser Körper braucht Wasser, aber für den Geist ist das Wasser, wenn er die ewig währende Wahrheit kennenlernt, vor allen Dingen die ewig währende Wahrheit über seinen Schöpfer, wer er ist. Because. Können wir das Fenster aufmachen? I can open. Nur brauchst du nicht, dann macht's auf. Ja. Dankeschön. Jesus say in Bible. Jesus sagt in der Bibel. You should be perfect, as your Father is perfect. Ihr sollt so vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. If I ask you now. Aber wenn ich euch jetzt frage. What does it mean perfection? Was bedeutet denn hier Vollkommenheit? For you. Für euch. Let me ask you, because you have a lot of knowledge. Lass mich doch dich fragen, George, weil du hast viel Wissen. What is the perfection for you? Was ist denn Vollkommenheit für dich? What Jesus was talking. Über die Jesus damals gesprochen hat, denn das ist ein Ausspruch von Jesus. Because you are intelligent, you have knowledge, you have esoteric knowledge. I don't know how much knowledge you have. Weil du bist intelligent, du hast viel Wissen. Ich weiß nicht, wie viel Wissen du hast. So what is the perfection what Jesus was talking? Was ist denn diese Vollkommenheit, über die Jesus gesprochen hat? Du sollte vollkommen sein, wie dein Vater ist im Himmel. Jesus hat gesagt, du sollst so vollkommen sein wie dein Vater im Himmel. So are you, please, you oder anybody. Du, irgendjemand. What is the perfection for you? Was bedeutet hier Vollkommenheit, Vollkommenheit für euch? In der vollkommenen Liebe zu sein. First person giving the truth. Die erste Person, die hier die Wahrheit gibt. Perfection means. Yeah. Well, you wanna say something? Oder wolltest du was sagen? Verbindung mit allem. Connected to everything. Because. Let's say you are Shirok. If you're connected to everything, yeah. You have to be loved with everything. You have to be in love with everything. I think it's the same. He said, you should. I ask you one question. Aber trotzdem ist das Mikrofon hier. He said, you should be connected to everything, and that's for him the same thing as loving. Let's say that I'm talking about original source. So, angenommen, jetzt rede ich über die ursprüngliche, die erste Quelle. If this source is dry, wenn diese Quelle austrocknen würde, then everything else will dry too. Dann würde auch alles andere austrocknen. So, what will be the first priority? Was wäre also die erste Priorität? For example, right now, zum Beispiel jetzt. What is our first priority? Was ist unsere erste Priorität? Oder was sollte sie sein? Yeah, right now. What is our priority? Was sollte jetzt in diesem Moment unsere erste Priorität sein? To breathe. Zu atmen. And now, if I come. Und wenn ich jetzt kommen würde. And hold your nose and put my hand on your mouth. Und ich mal eure Nase zuhalten würde und meine Hand auf euren Mund presse. Your money not gonna help you here. Wie bitte? Your money not gonna help you. Your money not gonna help euer you. Euer Geld wird euch nicht helfen. Your car is in the parking place. Euer Auto bleibt auf dem Parkplatz. So what you gonna do? Was macht ihr?
you're gonna fight with me. Ihr würdet mit mir kämpfen. Because if I successful that you don't take breath, everything is over. Weil wenn ich es schaffe, euch den Atem wegzunehmen, dann ist alles vor euch vorbei. So that's a priority. Das ist also die Priorität, ja? So God is the first cause. Gott ist der erste Ursprung von allem. Where life begins, actually. Von ihm her beginnt das Leben. So if this original source dry, wenn also diese ursprüngliche Quelle austrocknen würde, then nothing will remain. Life will be not there. Love will be not there. Dann würde nichts übrig bleiben. Das Leben wäre nicht da, aber auch die Liebe wäre nicht mehr da. Because he was the one, denn Gott war derjenige, who gave birth to love, actually. Der die Liebe erst geborgen hat. And then began the life. Und dann begann das So, why to have a love give and take with him more important? Warum ist es also so wichtig, mit Gott eine Beziehung in Liebe, ein Geben und Nehmen in dieser Weise mit ihm zu haben? Because weil light, das Licht, nobody can give you in the whole universe. Es kann euch niemand in diesem ganzen gesamten Universum Licht geben. Also in spiritual. Und auch nicht in der geistigen Welt. Angel cannot give you light. Die Engel können euch kein Licht in euren Geist geben. There are many creations. Es gibt viele Schöpfungen. I have traveled. Und die habe ich alle gesehen, weil ich sie alle bereist habe. Horizontal? Viele Schöpfungen der horizontalen Schöpfungen. And many are vertical. Und viele, viele der vertikalen Schöpfungen. So light coming, das Licht kommt direct give and take by God, durch eine direkte Gebens- und Nehmensbeziehung mit Gott. You can call creative. Ihr könnt ihn Schöpfer nennen, diesen Gott. You can call whatever you like it. Ihr könnt ihn was auch den Namen geben, den auch immer ihr ihm geben wollt. But this is our name. Aber das ist unser Name. Because we are giving Christian call Heavenly Father. Christen nennen ihn himmlischer Vater. Hindu call Ishwar. Die Hindus nennen ihn Ishwar. Muslim call Allah. Und die Muslime Allah. But it's the same cause. Aber es ist alles derselbe, der Name für denselben Ursprung. So, light is the life in spiritual world. Das heißt, Licht ist das Leben in der geistigen Welt. So when you have no light, wenn ihr kein Licht in eurem Geist habt, and the process of death, und der Prozess des Todes kommt, spirit falling this way, dann fällt der Geist in diese Richtung. This way. Now, und jetzt, we came to know our spiritual food and our spiritual water. Wir haben herausgefunden, was unsere geistige Nahrung und auch unser geistiges Wasser ist. Here we needed some. Und hier auf Erden brauchen wir aber noch mehr. Wir brauchen die Sonne. If sun today lose its light, wenn die Sonne heute ihr Licht verlieren würde, und der Koffer ist auch gepackt, dann wären hier auf Erden unsere Koffer auch gepackt. Everything died right there. Denn alles würde sterben. So, what is the sun spiritually? Was ist also die Sonne geistig? Gott. Gott. We can say. Können wir sagen. Because now here's a little bit I want to explain you before I go further. Hier möchte ich euch ein bisschen mehr erklären, bevor wir weitergehen. There are many misleading in Christianity, Islam, Hinduism, because they call Seele und they call Geist is gleiche thing actually. Es gibt im Hinduismus, im Christentum und in so einigen anderen Religionen ein großes Missverständnis, denn sie nennen die Seele und den Geist das gleiche. But that's not. They call soul and spirit the same. Same. Soul and spirit. Ja, die Seele und der Geist sind Synonym für sie.
I came to know by God, so I can explain. Ich habe aber die Wahrheit durch Gott kennengelernt und ich erkläre euch jetzt, was from God. From God I came to know. Was diese beiden Dinge sind. And all what you see in my books, I have my direct experiences with God. Und alles, was ihr in meinen Büchern lesen könnt, das sind meine direkten Erfahrungen mit Gott. So what is the spirit? Was ist also der Geist? Spirit is one form. Der Geist ist eine Form. What I can see life after death. Die ihr im Leben nach dem Tod sehen werdet, wenn euch jemand gegenübertritt. So if you have a darkness in your spirit. Wenn also ihr Dunkelheit in euren Geist habt, maybe I don't recognize your physical form. Dann erkenne ich vielleicht nicht eure physische Form. Or let's say if you have a lot of light, light create its beauty itself. Oder angenommen, ihr habt das Licht der Liebe in euch, dann ist es so, dass das Licht in eurem Geist eine Art Schönheit in euch erschafft, die euch verändert. Maybe you are so beautiful. Euer Aussehen. In your spirit, I don't recognize. Vielleicht wird euer Geist dann so schön, dass ich, so wie ich euch auf Erden kannte, nicht mehr erkennen werde. But what will, where I will recognize you? Aber wie werde ich euch erkennen? Did you have that? Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Did you have that? Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Wie werde ich euch erkennen in der geistigen Welt? Ob ihr nun hässlich seid one thing never change. Oder noch schöner seid. Weil eine Sache, die wird sich nicht ändern. Ja. Die Stimme. Your voice. Du musst auch Zitate sagen. Wer hat das gesagt? Du musst auch zitieren, Silke. Wer hat dir das gesagt? Von dir, yeah. Von dir, ja. Du musst Zitate sagen. Ne? Du musst Zitate sagen. Ja. Ja. Ich habe gelesen von Herrn Bücher. Ja. Ja. Ich habe ja. Das aus Herrn Kahns Büchern gelesen. Nee, tut mir leid, ich war nur. Ich mache nur Spaß, Silke. Voice never change. Die Stimme, die ändert sich nie. In dark dimension never change. In der dunklen Dimension ändert sie sich nicht. Middle dimension doesn't. In der mittleren Dimension ändert sie sich nicht. Neutral dimension doesn't change. In der neutralen Dimension ändert sie sich nicht. Paradise never changes. Im Paradies ändert sie sich nicht. And heaven never changes. Und auch in den Himmeln ändert sie sich nicht. So when I gonna hear your voice, wenn ich also eure Stimme wieder vernehme, then I gonna say, oh. Dann werde ich sagen, oh. Or when I have a lot of light, oder wenn ich viel Licht habe, then I can recognize you. Dann werde ich euch erkennen können. Yes. So now, let's come back a little bit. Lass uns zurück zum Thema kommen. Spirit is the form. Der Geist ist die Form, which exists forever. Die für immer existieren wird. But what is a soul? Aber was ist denn jetzt die Seele auf der anderen Seite? In English we say soul. Auf Englisch sagen wir soul. So let's say soul. Und Seele wird buchstabiert wie? Soul. Auf Englisch? Soul. Soul. Ich habe ich gesagt. Ist schon soweit. Okay. So, soul means S. Seele wird buchstabiert auf Englisch mit S. Subject. Das bedeutet, S steht für Subjekt. O. Of. Dann O für das auf Deutsch. U. Universal. Dann U. Universellen. L, life. Und dann L, Lebens. So, soul. Das heißt, Seele, soul. Is object. Ist das Objekt. And God is subject. Und Gott ist das Subjekt. So, God giving the spark. Gott ist derjenige, der die Funken gibt. And because of this spark. Und wegen diesen Funken. Angel creation, ist die Engelschöpfung, human spirit, die menschlichen Geistwesen, paradise, die Paradiese, heaven, die Himmel, also this external creation, und auch diese äußerliche Schöpfung, der wir jetzt hier leben, continue in movement, immer weiter in Bewegung und kann immer weiter existieren. But if God do not give this spark, aber wenn Gott nicht diesen Funken gibt, what's gonna happen to this universe? Was passiert dann mit diesem Universum? Und mit or,
what's going to happen to spiritual world. Und was wird mit der geistigen Welt passieren? Everything will be. Alles wird sich wieder was? Die. Das wird, alles wird wieder sterben hier. So great, like a sun. When sun is not giving you warmness. Es ist wie wenn die Sonne aufhört zu strahlen. Was dann passiert das, was ähnliches mit der Erde, sie wird sterben. So Seele? Die Seele. Soul spark. Wir sagen auch der Seelenfunken, ne? Is coming by God. Der kommt durch Gott. Is nothing to do with our spirit. Aber der hat nichts mit dem Geist zu tun. Even our spirit gonna be live forever. Und auch wenn unser Geist für immer leben wird. Because of this spark. Unser Geist wird für immer leben wegen diesem Seelenfunken, den wir von Gott bekommen. So Seele means spark from coming by God. Seele bedeutet Funken, der von Gott kommt und in Klammern, der uns am Leben erhält. Has nothing to do with spirit actually. Das hat also nichts mit der Beschreibung des Geistes zu tun. But in Christian Islam, in other religion, they mix up, actually. Aber im Christentum, im Islam und in anderen Religionen, da wird das alles einfach vermischt. If you need a break, please let me know. Wenn ihr eine Pause braucht, bitte lasst es mich wissen. Yes. Because I'm a man who speak whole night. Denn ich bin ein Mann, der die ganze Nacht sprechen könnte. Yes. So you see your limitation. And then we can begin same place. Sagt mir, wo also eure Grenzen sind, und dann machen wir gleich wieder im Anschluss an der gleichen Stelle weiter. Yes. You need a break? Braucht ihr Pause? Ja. No, you have to decide. The only thing I don't like in my lecture is somebody sleeping. Das Einzige, was ich nicht mag in meinem Vortrag, ist, wenn jemand schläft. Because I saw very often. When, before I give lecture, people were talking. Denn als ich vor meinen Vorträgen, da habe ich oftmals gesehen, wie die Leute gesprochen haben. Everybody had to stop other person's mouth so he can speak. Ja, immer mussten die Leute im Gespräch mit anderen den anderen stoppen zu reden, damit sie selber sprechen konnten. And then when I start spiritual lecture. Und auf einmal, wenn ich anfange, einen Vortrag über geistige Dinge zu geben. Then I saw they were going like this. Da habe ich gesehen, dass sie so eingeschlafen sind. And the colleague was doing like this. Und ihr Kollege neben ihnen, der hat sie angestupst, um sie wieder aufzuwecken. And even lecture I heard. Und selbst im Vortringen habe ich gehört, wie schnarchen. Like a Zug. So wie ein Zug. Yes. And many people, I thought maybe I'm giving them sleeping therapy. Und bei vielen Leuten habe ich gedacht, dass ich ihnen eine Schlaftherapie hier geben würde. Yes. And many times. Und viele Male. Indians know me very well, yeah. Die Inder, die kennen mich sehr gut. They go very. Die nicken sehr schnell ein. And one day, I think I was someplace in India, very beautiful woman, she came like this. Ich erinnere mich an einen Tag, als ich in Indien damals war, eine wunderschöne Frau schlief auf meiner Schulter ein. Yes. And I wish also that she don't move actually. Und ich habe mir auch nicht gewünscht, dass sie sich bewegt. I also put like this. Yes. But anyway. Auf jeden Fall. Many times when I say to people, hey, you're sleeping. Oftmals sage ich zu den Leuten, hey, du schläfst. Did you know what I'm talking? Und dann frage ich sie, weißt du, worüber ich geredet habe? They say, yeah. Er sagt, ja. Du sprichst über Gott. Du sprichst über Gott. Very standard. Because they know mostly I talk about God. Weil sie wissen, meistens rede ich über Gott. Yes. So take a break before. Macht also Pause. Because not you just. Nicht dass ihr. It has to be more fresh. Weil es muss eine frischere Atmosphäre sein, ja. Okay. Wie lange machen wir Pause? Ich weiß nicht. 15 Minuten, ja. Meine Kräutertee ist kalt. Mein Kräutertee ist kalt, ja.